So Leute, willkommen zurück zu My Sims DS. Im letzten Part haben wir dick Geld gemacht, also großes Geld. Und zwar fast 12.000 Simoleons und heute, da werden sie wieder direkt los, weil wir müssen ja immer noch dieses eine Haus kaufen. Und deswegen begebe ich mich jetzt zu dieser Lady, die dieses eine Haus zu verkaufen hat. Was kriegen wir denn hier noch? Da ist auch noch irgendwas. Gib das mal her. Erhalten, Himmelwand. Okay, wir haben einfach mal eine Wand im Boden gefunden. Das ist, ja, es ist wie im wahren Leben. Ich meine, die Häuser wurden nie gebaut, die hier überall stehen. Die sind einfach aus dem Boden gewachsen, ja. Ein Haus braucht 7 Jahre Pflege. Kennt ja jeder die Geschichte. Wir werden heute zu Elizabeth gehen, oder wie sie hieß, um dort halt nachzuprüfen, wie es denn jetzt steht mit dem Haus und ob es uns das nächste Sternlevel bringt. Ich denke mal, ach guck mal, sie steht sogar hier unten am Ufer. Das gefällt mir schon mal. Ich hoffe eventuell, dass wir durch die Frage jetzt, wenn wir so fragen, das Haus kaufen können und dann ein bisschen Sternlevel kriegen. Ich habe mir den Berg in dieser Stadt als Andenken gekauft. Das war der erste Berg, den ich je bestiegen habe. Ich erinnere mich, dass ich von der ganzen Kletterei ermüdet war. Ich dachte, ich würde nie den Gipfel erreichen. Aber als ich dort ankam, fühlte ich mich beschwingt, weil ich es geschafft hatte. Es war ein erstaunlicher Anblick, all die kleinen Sims vom Berggipfel aus zu betrachten. Aber seitdem habe ich den Berg nichts weiter gemacht. Ach, dann will sie mir jetzt den Berg... Wisst ihr, erst will sie mir loswerden, also dieses Haus loswerden in den Bergen und dann nichts mehr. Ich will aber jetzt hin. Deswegen schlafen wir mal kurz bis morgens. In der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ich meine, man kann ja nie wissen. Die Nacht hat erst gerade angefangen und wir können auch mal wieder pennen gehen, ja? Ich meine, wir waren jetzt ziemlich lange wach, haben die Nächte durchgemacht und wir sind müde. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn die liebe Elizabeth jetzt hin? Kann ja sein, dass sie eventuell hier unten ist. Das ist aber ein... Achso, okay. Hä, was ist das denn für ein Gebiet? Hä, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay. Interessant, sie ist also auf den Unterhaltungsbezirk. Das erfreut uns, deswegen wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Das ist eigentlich in der Hinsicht praktisch, ja? Ich meine, ansonsten habe ich keine Idee, was wir noch machen können, denn ich habe jetzt alle Leute schon in jeder Tageszeit gefragt und es ist einfach nichts passiert. Deswegen denke ich mal, ja, gehst du wohl da vorbei, danke. Ist, glaube ich, das die beste Lösung. So. Na los, beeil dich, wir verlassen den Hafen, aufs Boot steigen. Ich weiß, dass es $50 kostet. Ach Gott, ey. Ja, ich hasse Spiele, die tausendmal nachfragen, ob du dir wirklich sicher bist. Ich meine, danach kannst du es nicht mehr ändern, du kannst ja nicht mehr zurückfahren. Nein, nie wieder. Vor allem nicht bei $12.000. Ich meine, die Fahrt zurück kostet 11.950. Muhahaha. So. Ich hoffe, die will mir jetzt das Haus verkaufen. Und dann interessiert mich noch was anderes, nämlich... Ist hier oben an der Straße entlang auch noch irgendwas? Ja, die Tür. Yay! Wir haben eine geschlossene Tür gefunden. Das ist natürlich gut zu wissen. So. Hier laufen auch ziemlich viele Personen rum. Ich glaube, wir werden auch im nächsten Part irgendwie mit den ganzen Personen reden, dass wir ein paar Sachen machen können. Dass wir irgendwas abgeben können, weil, ja. Es gibt ein Boot, das den Hafen der Stadt durchquert. Warum wird immer dasselbe alte Boot benutzt? Sollte man es nicht besser nach einer Überfahrt entsorgen und ein neues benutzen? Ah, ich wollte gerade sagen, wenn du mir jetzt nicht das Haus verkaufen willst, ne? Dann gibt's aber Stress. Ich habe hier in der Nähe ein Haus für mein Haustier. Aber es ist zu klein und beengt geworden. Also habe ich eine ganze Insel gekauft und beschlossen, dort ein neues, großes Haus zu bauen. Und nun versuche ich, das jetzige Haustierhaus an jemanden zu verkaufen. Du benötigst nicht zufällig noch ein weiteres Haus, oder? Ach komm, gib her. Dafür haben wir gespart. Das ist großartig. Mal sehen, der Preis. Ich habe es für 300 Millionen Simoleon gekauft. Aber du kannst es für den Wert von einer Tagesration Tiernahrung haben. Ja, hier, Tiernahrung. Findest du diesen Handel wirklich tragbar? Ja. Sehr gut, das Haustierhaus gehört dir. Es liegt nördlich von hier und du kannst damit machen, was immer du willst. Welches Tier willst du darin wohnen lassen? Hehehe.
Oh, Dick-Stern-Level, ey, scheiße. Oh nee, ich hab mehr erwartet. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön, aber das ist jetzt... Ist das jetzt hier unser Haus, was wir hier oben gekauft haben? Oh, ich habe kein gutes... Wir haben das Haus hier gekauft. Oh, nö. Wir haben einen Pool. Können wir da reingehen? Wetten, das Spiel ist so schlecht umgesetzt, man kann doch nicht mal schwimmen. Oh, komm. Das ist ein Sim-Spiel. Ich will schwimmen. Ich muss athletischer werden. So, wie sieht unser Haus hier drinnen aus? Oh. Okay. Yeah. Das ist ein... Ist der Raum kleiner als der, den wir jetzt haben? Ich glaube schon, ne? Aber dafür haben wir jetzt drei Zimmer, nämlich auch hier unten zwei. Einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Ja. Ob das so ein guter Handel war, ich weiß es nicht. Für das bisschen Sternlevel hätten wir auch was anderes machen können. Gut, dann werde ich mich mal zu Gino begeben, denn ich möchte hier noch ein paar Pizzen... Ich sag schon Pizzen. Nein, Kuchen kaufen. Oder er ist ja Charlie. Charlie. Der... Kuchenbäcker. So. Der Zwillingsbruder aus Wien. Dem Gino aus Wien. Na du? Na los, beeil dich. Wir verlassen den Hafen. Hm, ich frag mich, ob welche so blöd sind und die aus Versehen ansprechen. Also, wenn sie hier nicht weg wollen. Ich meine, die ist ja gar nicht abgeschieden von allem. Willst du wirklich aufs Boot? Die fahren es nicht umsonst. Die Gebühr beträgt 50 Simoleon. Ja. Ich habe hier auf dieser Insel einen großen Gewinn gemacht. Ach Gott. Ja, ja, ich bin schon an Bord. Komm, lass mich los. So, jetzt natürlich die Frage, wo kriegen wir mehr Sternlevel her? Ich denke mal, es wird Zeit, dass wir einfach hier um die Straßen laufen und allen Leuten Kuchen geben, die Kuchen wollen. Die erwähnen es ja, wenn sie Kuchen wollen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe, das bringt irgendwas, weil ansonsten, ja... Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Neue Leute sind auch noch nicht aufgetaucht, weil, ja... Keine Ahnung. Okay, wir versuchen einfach mal, indem wir Gino ansprechen. Oh, ich sag schon wieder Gino, ne? Mann, ja, sorry, das ist so irgendwie gewöhnungsbedürftig. Na, Charlie? Hey, willkommen, du willst Kuchen, ja? Meine Kuchen sind perfekt und dennoch kommen keine Kunde. So, einkaufen. Was für Kuchen hast du denn jetzt bisher? Immer noch zwei, okay. Ich kaufe einfach ein paar davon. So. Und ein bisschen Käsekuchen. Einmal ein bisschen Geld ausgeben, das können wir ruhig machen. So. Bitteschön. Danke. Dass wir keinen Sternlevel dafür kriegen, dass wir den seinen Kuchen leer kaufen, ja? So, wir werden aber nicht die Leute hier machen, weil das Spiel so ein bisschen zieht. Wir werden extra für ein anderes Gebiet gehen, da laufen ja viele rum. Und dann hoffe ich, dass wir da erfolgreich sind. Oh! Und wir haben eine andere Tageszeit erreicht. Es ist Donnerstagmittag, wie im wahren Leben gerade. Ja, wir haben es wirklich gerade Donnerstagmittag, den 11.06. So, was ist mit dir? Meine Freundin wurde sauer auf mich und sagte, ich sei unzuverlässig. Oh mein Gott. Du kriegst nichts. Ja, du bist auch unzuverlässig. Was? Das macht dich glücklicher? Und was hast du gesagt genau? Ja, ich kann keine Wäsche waschen und ich mache nie Essen. Da musst du es lernen. Es gibt extra eine Kochschule dafür. Aber nicht in dieser Stadt, ne? Hm. So. Ich verstehe. Gib mir aus den Augen, klar? Nein. Ach, vergiss es. Ich will nicht mehr darüber reden. Oh. Tschö. Asoziales Balk, ey. Kein Wunder, dass deine Freundin dich verlassen hat. Geschieht dir recht. Mein Gott, ey. Ich glaube, die dreht sich sogar im Grab noch um, wenn sie an dich denkt. Ja, entschuldige mal. Aber, nee, das ging gar nicht. So, haben wir hier noch jemanden? Ich würde gerne noch ein paar Leute ansprechen. Aber irgendwie ist sie gerade tote Hose. Nee, hier. Da, hi.
Ich versuchte ein wenig Sport zu treiben und war so schlecht, dass ich mich total blamierte. Oh. Aber Sport ist Mord. Das heißt, du kannst dich gar nicht blamieren, kannst höchstens sterben. Genau. Und das durch einen Herzinfarkt. Hast du Vorsorgeuntersuchung? Nee, warte, wie heißt das nochmal? Hast du dich untersuchen lassen? Ja, habe ich. Wirklich. Jetzt bin ich wieder glücklich. Warum auch immer. Okay. Was hat der Arzt denn gesagt? Ach, nur ein paar Erstkasper. Ist normal. Gott. Ich glaube, die Leute, wenn die das hier hören, so, ne? Denken die bestimmt, ich bin so geistig behindert, ja? So. Na, alles fit bei dir? Gibst du dir erstmal Geld? Boah. Krieg jetzt mal fast das Doppelte wieder zurück, ey. Das ist cool. Also. Unser Gehalt hat sich gerade verdoppelt, was wir haben. Wie kommt man eigentlich auf die Schnapsidee, jemandem $240 dafür zu geben, dass man mit dem geredet hat? Das ergibt doch keinen Sinn. So, haben wir hinten noch jemanden? Tatsache! Hey! Eigentlich müsste hier oben doch ein paar süße Sims unterwegs sein. Nein, mit dir rede ich nicht. Du hast mich übersehen, deswegen rede ich nicht mit dir. So viel sei gesagt. So, was mit dem Pusten habe ich auch noch nicht raus, weil ich weiß nicht gerade, wie ich pusten kann. Das Pusten funktioniert nicht. Und was ist mit dir? Was ist los mit diesem Ort? Hier gibt es nichts. Doch, hier gibt es einen Teekuchen. Teekuchen? Teekuchen! Schau her! Oh, Teekuchen. Dankeschön. Ah, dieser Kuchen. Ist der lecker? Ich bin so glücklich, danke. Oh. Ja, und dann die Musik! Genau! Natürlich! Natürlich! Ja, ist klar! Läuft! Oh, ich bin so glücklich, danke! Da-da-da-da-da-dam! Es ist so, als würde du sagen, der weiße Hai ist besiegt und dann tötet er dich trotzdem noch, weil sein Kopf noch lebt. Ach Gott, ey! Ah, was haben wir hier denn in der Ecke? Achso. Da unten ist übrigens ein Haus. Ich glaube, das ist das Haus von den Bergen. Da würde ich gerne auch mal wieder hingehen. Also, ich würde da gerne mal hingehen, aber es geht momentan einfach noch nicht. Der Sternlevel reicht einfach noch nicht aus. Das ist sehr seltsam. Ich weiß, damals als Kind hatte ich das Problem auch, weil ich nie rausgefunden habe, wie ich da hinkomme. Oh, was geht hier ab? Erstmal du. Ich lief herum, als ich plötzlich ausrutschte und hinfiel. Mir egal. Hä? Ist das Schild hier schon immer am Stehen? Ganz neue Möbel, komm herein und sieh dich um. Oh. Hallo. Stimmt, das hat sie doch mal erwähnt, dass sie neue Möbel kriegt, ne? Willkommen, Masa. Ich habe ein paar neue Möbel auf Lager. Sieh dich mal um. Hä? Warum? Warum liegt dieses Jan wieder schlafen? Das ist doch... Hä? Ja, ja. Komm. Was hast du jetzt für alle? Einkaufen. Oh. Sogar richtig viel. Könntest du einen Rattanboden kaufen oder so ein. Haha, wie cool. So ein Kreisteppich. Die habe ich mal öfters irgendwo rumgelegen. Ich habe die manchmal gesehen, aber ich weiß nicht wo gerade. Ich sehe die manchmal. Ich kann mir jetzt sogar echt vorstellen, wie das aussieht, aber irgendwie. Wo habe ich das schon mal gesehen? So ein Rundteppich. So wirklich da im ganzen Raum steht, nur die Ecken nicht abdeckt. Ich komme gerade nicht drauf. Und du? Es sind nicht gerade viele Sims in der Stadt. Wie es im Moment aussieht, sollte ich wohl für eine Weile nicht mit Kunden rechnen. Hahaha. Stand nicht gerade einer? Nee, das ist ein Baumstamm. Ja, geht an Sim dran. So, steht hier in der Ecke jemand? Nein. Gut, dann wollen wir mal kurz die Elizabeth sprechen. Vielleicht sagt sie mir irgendwas wegen, ja, dem Nordgebiet da oben. Das wäre schön. Na? Ich habe mit dem Berg... Ja, okay, das ist immer wieder das mit dem Berg. Ja, schon gut. Hallo, Katze. Kann nichts damit machen. Hier laufen auch keine rum. Nee, Sebastian wird, glaube ich, auch nichts haben. Gut, so viel dazu. Ja.
Das habe ich schon gedacht. Ach Gott, ich brauche irgendeine Idee, wie ich hier ein paar Leute noch kriege und wie ich mein Sternlevel erhöhen kann. Mann, dass es so schwer sein kann, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, echt, das geht viel schneller. Und hier oben können wir immer noch nicht lang. Also wir können hier lang gehen, aber da ist ein Zaun im Weg, ne? Ja, eben. Aber gut, das Spiel ist ja auch nicht mehr lang. Ich meine, wenn es so weitergeht, ja, weiter mit Sternlevel 4. Und dann fehlt noch das letzte Sternlevel, dann haben wir es durch. Gut, ich habe noch eine Möglichkeit, die ich gerne machen möchte. Nämlich haben wir in der Stadt noch das Racket-Spiel. Hi. Hast du ein paar Tipps für einen Ausflug? Oh ja. Kuchen. Und zwar einen leckeren... Oh, habe ich viel Kuchen bei mir. Einen leckeren Käsekuchen. Hier, schau ihn dir an. Den kann man durch 8 Leute teilen und dann kann man ihn essen. Und das alles im Preis von einem Kuchen. Unglaublich, oder? Hey, dieser Kuchen! Mein absoluter Favorit! Ich kann ihn haben? Danke! Ja, und wenn du den Kuchen durch 8 teilst, dann... lecker! Oh, 2000 Kalorien! Ja, so wird es aussehen. Dann siehst du bald so aus wie ich. Also... oh, nee! So, was ist mit dir? Der trägt einen Anzug. Ich bin auf meine Lieblingssonnenbrille getreten und habe sie zerbrochen. Leck mich. Wer mich so ankeift, mit dem rede ich nicht. Ich frage mich eh, was das hier für Leute sind, ja? Die kommen hier in die Stadt zu Besuch und das Erste, was sie machen? Ich bin hingefallen, ausgerutscht und habe mir wehgetan. Hier, noch so ein Anwalt. Den sehen wir jetzt nur nicht. Ja, ja, hättest du auch. Niemand, der Kuchen will oder so. Das bringt mich natürlich nicht voran. Gut, dann werden wir heute noch die beiden Runden Racketball spielen. Denn, ja, wir müssen ja vorankommen. Wir können auch mal ihn hier fragen. Wir sind jetzt Sternlevel 3, vielleicht hat sich irgendwas geändert. Also den Tyler, wie heißt sie jetzt? Robert. Ich halte das nicht mehr aus. Okay. Immerhin kann sich ja hier was verändert haben, ne? Eventuell. Oh, guck mal hier. Hi. Yeah, du siehst richtig gut aus. Eigentlich müssten hier doch ein paar süße Sims unterwegs sein. Du hast mich übersehen. Und du? Herzlich willkommen! Ich bin zwar noch nicht lange im Geschäft, aber ich habe dennoch viele verschiedene Sachen im Angebot. Alle Anfragen werden mit viel Liebe bearbeitet. Bitte probier etwas an. Ich glaube, ich habe noch nicht genug. Ja. Wir können eigentlich auch mal was einkaufen, ne? Und zwar kaufen wir... was haben wir hier? Hellblaue Jeans. Wir können auch so einen Rock kaufen. Alter, natürlich. Das sind die schönsten Röcke, die ich überall gesehen habe. Wir kaufen das und wir kaufen Polohemd. So ein... Gott, gute Frage. Hier ist ein rosa Polohemd. So. Bitteschön. Wir tun was für dein Geschäft. Ich habe dir einen neuen Kleider nach Hause geschickt. Ja, ja, schon gut. Das werden wir im nächsten Part dann machen. Also uns umziehen. Gut, dann werde ich jetzt, weil einfach, ja, nichts wirklich zu tun ist, zum Racketballfeld gehen und gucken, dass wir da die beiden Spiele, die wir nicht gemacht haben, nochmal kurz machen. So. Möchtest du Racketball spielen? Ja, denn wir haben noch nicht Triff die Mitte und Dings gemacht. Wer weiß, ob das hier anders ist. Man kann es ja nicht wissen. So. Da, wir sehen es. Trifft die Mitte und trifft den Apfel. Haben wir nicht geschafft. Deswegen versuchen wir es einfach mal. Fliegt die Scheibe höher? Ich weiß es nicht. So. Natürlich habe ich nicht getroffen. So, und dann einfach nur... aufhauen. So, vielleicht wird das ja was. Glaube ich zwar nicht, aber... Ja, vor allem habe ich den Ball jetzt schon wieder verhauen.
So. Also auch, aber es lässt sich, kann sich sehen lassen auf jeden Fall. So. Ich frage mich auch, ob ich das Rote treffe oder nur das Gelbe. So. Ah, das war auf jeden Fall eine gute Runde. Ich glaube, 2500 brauchten wir für Silber, ne? Ja. Egal, war trotzdem eine schöne Runde. So, und natürlich einmal, Dings, warte, das machen wir anders. Weg hier. Wir lassen mal kurz die Zeit ändern. Sieht die Zeit aus? Haha, was für ein Glück. So, steht jetzt hier jemand? Ja, jetzt steht er da, so. Ich wollte nur, dass er hier neben steht, dass wir ein Event auslösen könnten, eventuell. Man kann ja nicht wissen, ob das vielleicht was wird und dass wir nicht normal spielen müssen. So, wir machen noch Trifft den Apfel, Leute, und dann ist die Runde vorbei hier. Also, der Part. So. Trifft den Apfel haben wir schon mal gespielt. Das war eigentlich eine sehr interessante Runde. Die gefiel mir auch. Das Spiel war in der Hinsicht echt cool als Minispiel. So habe ich schon mal den Ball verkackt. Das war nicht gut. Ob sich das hier unterscheidet eigentlich? Oh Gott! Komm! So. Highscore erhöhen. Das muss jetzt mal besser laufen. Das war jetzt ziemlich scheiße, was ich da gemacht habe. So. Natürlich habe ich die nicht mehr getroffen, ist klar. Oh, komm! So. Dann bei einmal kurz mithalten und dann leicht, genau, leicht in die Richtung am besten. So. Gott, ist das ätzend. Okay, das war eigene Dummheit, das gebe ich gerne zu. So. Ja, wir sind durch, ne? Ja. Und ich treffe einfach nicht, guckt euch das an. Ich treffe gar nicht. Das ist... ekelhaft. So. Das läuft schon mal gut. Das können wir ruhig weitermachen. So. Ja, genau! Oh, Spiel! Natürlich echt nett von dem Spiel, dass er den Ball gerade dermaßen weit nach rechts geschleudert hat, dass ich ihn nicht mehr kriegen konnte. Egal. War eine schöne Runde. Und? Du? Hast mir nichts zu sagen. Es ist enttäuschend gerade. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen kann. Und ich kann hier die Sachen ändern. Komm ich denn hier raus? Danke. Masa, du siehst wie ein Racketball-Profi aus. Die Sims in der Stadt reden über dich. Hier, ich belasse dir meinen Schläger. Du hast ihn verdient. Schneller Schläger. Oh. Oh. Und wie der schnelle Schläger aussieht, sehen wir im nächsten Part von MySimsDS. Leute, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masa La Vista, Baby.